Hallo zusammen, ein neuer Tag, ein neues Video für euch. Gestern war ich im Wasser und bevor wir starten, ein paar Bilder. Wie ihr euch jetzt sicher denken könnt, geht es in diesem Video um die Seegraswiesen des Seegrases Posidonia Oceanica. Ich habe das jetzt mal mitgebracht für euch. So sieht es ungefähr aus. Die Blätter des Seegrases wachsen so ungefähr einen Meter hoch und in so ruhigen Buchten wie jetzt hinter mir gibt es dann gigantische Wiesen von Seegras. Im Herbst sterben die Blätter ab, meistens die oberen Spitzen, werden an Land gespült. Das ist dann das, was man als sogenannte Seebälle häufig am Meer finden kann. Also wenn ihr schon mal im Mittelmeer in Urlaub wart, dann seht ihr manchmal am Strand so, ja, richtige Pflanzenmatten liegen, das ist Seegras, und wenn die sich durch die Strömung so zusammenbinden, dann ergibt es so kleine Bälle und auch das ist Seegras, die sogenannten Seebälle. Seegras ist bereits in der Kreidezeit belegt und damit ist das Seegras ein Tethys-Relikt, also eine Pflanze, die es geschafft hat, die messinische Salinitätskrise zu überleben, also die Zeit, in der das Mittelmeer nahezu ausgetrocknet ist, und sich danach, nach der erneuten Flutung mit Atlantikwasser, wieder verbreitet hat. Ein gigantischer Lebensraum für unzählige Organismen, ein super Ökosystem. Es ist wahnsinnig spannend, wenn man sich das mal genauer anschaut, denn dieses Seegras ist unglaublich bewachsen. Seht ihr hier nochmal? Also ganz viele Organismen nutzen das Seegras, um darauf zu siedeln, um daraus zu wachsen. Es gibt nur wenig Organismen, die Seegras wirklich fressen. Eine Ausnahme davon ist tatsächlich die Goldstrieme, also die kann Seegras fressen. Den Fisch seht ihr jetzt hier mal. Habe ich gestern auch gesehen, habe ich gestern fotografiert. Die allermeisten Tiere fressen Seegras allerdings nicht und nutzen es wirklich nur, ja, als Versteck bzw. um darauf zu siedeln. Ein Quadratmeter Seegras hat durch die größere Oberfläche der Blätter darauf ungefähr 20 Quadratmeter Siedlungsfläche. Und damit ist das Seegras eine Art Riff, in Anführungszeichen, im Mittelmeer, das von ganz vielen Organismen genutzt wird. Seegras ist eine Falle für Sediment. Also ganz viel Sediment sedimentiert im Seegras, dass dort ruhige Buchten entstehen, dass dort ruhiges Wasser entsteht. Das Sediment kann nicht weggespült werden und damit muss das Seegras immer höher wachsen, um nicht vom Sediment erstickt zu werden. In diesen Seegrasmatten, die dann entstehen, also in diesem ganzen Wurzelwerk, beziehungsweise dann auch in dem Sediment, das im Seegras gefangen ist, ist dann wiederum ein neuer Lebensraum entstanden, den unzählige Arten nutzen können. Seegras ist eine Angiosperme, also eine Blütenpflanze. Die blüht aber nur extrem selten, teilweise im Sommer. Da müssen aber die Lebensbedingungen wirklich schon sehr gut sein. Und in der Regel vermehrt sich das Seegras wie eine Erdbeere über die Rhizome, das heißt über die Wurzeln. Und wächst dann so praktisch ganz langsam immer weiter, ja, in neue Bereiche hinein. Das Wasser muss halbwegs ruhig sein, ist zu viel Strömung, dann werden die Seegrasmatten abgerissen. Und auch sonst ist das Seegras teilweise wirklich bedroht durch den Menschen. Also einmal durch Schleppnetze am Grund entlang, dann werden die Seegrasmatten abgerissen. Aber auch, und das ist der Hauptgrund, durch ungeklärte Abwässer, die ins Meer geleitet werden. Denn damit kommen neue Nährstoffe ins Meer. Das Mittelmeer ist eigentlich ein oligotrophes Meer, das heißt, es hat in der Regel wenig Nährstoffe. Liegt daran, dass wir wenig große Flüsse haben, die ins Mittelmeer münden und damit wenig Sediment und wenig Nährstoffe ins Mittelmeer eintragen können. Wenn wir jetzt aber durch ungeklärte Abwässer im Mittelmeer oder dem Mittelmeer mehr Nährstoffe zuführen, dann kommt zur vermehrten Algenbildung und diese Algen überwuchern die Seegrasmatten, die Seegraswiesen, und damit stirbt das Seegras. Also in der Adria beispielsweise sind über 90% der bestehenden Seegrasfelder verschwunden, eben meistens durch ungeklärte Abwässer. Da es dabei hierbei zu Algenbildung kommt und diese Algen dann die Seegraswiesen wirklich quantitativ überwachsen. Seegras ist dabei aber wirklich elementar für viele Bereiche, denn zum einen ist es als Küstenschutz wirklich wichtig, da es als Wellenbrecher dient, und zum anderen ist es auch wirklich ein gigantischer Lebensraum für Organismen. Also wenn ihr euch das mal anschaut,
ist wirklich, ganz, ganz viele Organismen nutzen das Seegras. Wenn wir das Seegras nicht hätten, dann wäre jetzt hier einfach Sandboden. Im Sand können auch Organismen existieren. Aber durch die Seegraswiesen, die wirklich einzigartig sind im Mittelmeer, haben wir dort ein Ökosystem geschaffen oder existiert dort ein Ökosystem, das von unschätzbarem Wert ist für die komplette marine Fauna, die hier zu finden ist. Also wenn ihr das nächste Mal am Meer seid, dann schnorchelt mal runter, taucht mal runter zu einer Seegraswiese. Schaut euch genau an, was auf den Blättern hier drauf wächst. Schaut euch an, welche Fische hier zu finden sind. Vielleicht findet ihr auch eine kleine Nacktschnecke. Es ist wirklich unglaublich spannend. In diesem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Videos zur Meeresbiologie.